Dies und mehr jetzt in Foyer, dem Theatermagazin mit Theo Koll. Guten Abend und herzlich willkommen zu Foyer. Weihnachten gilt doch als so herrlich friedliche Zeit. Merkwürdig nur, dass ausgerechnet dann die Nachrichten noch mehr Katastrophen vermelden als sonst. Was aber daran liegt, dass politisch so wenig passiert. Weihnachten vor 20 Jahren war das anders. Da wurde die ansonsten friedliche Revolution in Osteuropa plötzlich blutig. In Rumänien starben in den Weihnachtstagen über 1000 Menschen. Höhepunkt war der Prozess und die sofortige Hinrichtung des Diktatoren-Ehepaares Ceausescu. Den Ceausescu-Prozess hat ein Berlin-Berner Theaterkollektiv jetzt nachgestellt und Patricia Kornitschuk hat diese erneut letzten Stunden der Ceausescus miterlebt. Die Bilder kennt jeder. Elena und Nicolae Ceausescu kurz vor ihrem Tod vor dem Militärgericht am ersten Weihnachtstag 1989. Original und Kopie. Auf der Bühne des Bukarester Odeon-Theaters kann man sie kaum voneinander unterscheiden. Keine Geste, kein Blick ist erfunden. Jedes Detail wird sekundengenau nachgestellt. Ein absoluter Diktator, ein Ehepaar noch dazu, flieht mit dem Helikopter, wird in einer kleinen Provinz abgeurteilt von ihrem Lieblingsgeneral und so weiter. Also diese dramatische Struktur, und dann findet es auch noch an Weihnachten statt. Und dann findet es auch noch in Rumänien statt, und das ist das Land Draculas und so weiter. Also das ist ein Nukleus an mythologischer Kraft, was sich fürs Theater natürlich unglaublich eignet. Winter 1989. Demonstrationen. Schüsse. Terroristen und Tote. Im besetzten Fernsehstudio wird das Ende des Kommunismus ausgerufen. Die meisten Rumänen erleben ihre Revolution im Fernsehen. Doch richtig verarbeitet hat die Gesellschaft die Ereignisse bis heute nicht. Jeden Rumänen, den du triffst, wird dir eine andere Theorie erzählen, wie diese Revolution funktioniert hat, ob die Ceausescus wirklich tot sind, ob sie erschossen worden sind, vielleicht schon im Flur, vielleicht vor der Mauer. Und ob diese 1000 Terroristen als KGB-Agenten waren oder Ungarn oder verkleidete Militärangehörige und so weiter. Mit dem dokumentarischen Stück versucht Milo Rau, der Wahrheit ein Stück näher zu kommen. Zwiespältige Schlüsselfigur dabei, General Victor Stanculescu. Er hat den Prozess damals organisiert. Der echte Victor Stanculescu erscheint höchstpersönlich zur Premiere. Streng bewacht, denn der 80-Jährige sitzt derzeit eine Gefängnisstrafe ab, weil er in den Anfangstagen der Revolution auf Demonstranten schießen ließ. Doch dann lief der General samt Armee zu den Ceausescu-Gegnern über und verriet seine alten Weggefährten. N-am fugit, ci cei care au trădat. Dintre care unul e prezent aici. A chemat elicopterele, le-a dat ordin. În ce a constat trădarea ministrului? A fost cutremurător. Es war erschütternd. Du bist innerlich zerrissen. Auf der einen Seite das hungernde, geknechtete Volk, auf der anderen die Familie, die für das kommunistische System steht. Indem wir sie hingerichtet haben, haben wir das System besiegt und das Land wieder aufgebaut. Nach anderthalb Stunden ist der Prozess vorbei. Drei Fallschirmjäger fesseln die panischen Ceausescus und führen sie zur Hinrichtung. Dorin Kerlan war damals einer der Todesschützen. Nach seinem kurzen Auftritt in der Weltgeschichte hat er nie wieder richtig Fuß gefasst. Er lebt mit seiner Frau in einer Einzimmerwohnung in einem Bukarester Plattenbau und ist verbittert, dass Staat und Gesellschaft seine historische Rolle nicht ausreichend würdigen. Das war die größte Mission meines Lebens. Vielleicht nicht unbedingt eine der Ehre, aber eine der Gerechtigkeit und Rache. Schließlich mussten die Toten der Revolution ja gerecht werden. Ich kam mir vor wie Gottes Auserwählter. Sowas kannst du ja schlecht ablehnen. Zusammen mit zwei anderen Soldaten führt Kerlan das Diktatorenpaar zur Mauer und feuert das gesamte Magazin seiner Maschinenpistole leer.
Der Todesschütze bereut nichts. Doch bald kommen ihm Zweifel am Verfahren. Beim Verlesen des Urteils war klar, dass irgendwas nicht stimmt. Einspruchsfrist 10 Tage, Hinrichtung sofort. Der Prozess hatte die Funktion, die Intentionen der neokommunistischen Macht zu verbergen. Die haben von Glasnost und Perestroika erzählt, aber sie haben einfach die Macht an sich gerissen, während das Volk eine Revolution im Fernsehen gesehen hat. Wie Crelan fühlen sich die meisten Rumänen auch 20 Jahre später noch um ihre Revolution betrogen. Abgesehen vom Turbokapitalismus hat sich aus ihrer Sicht nicht so viel geändert. Viele der heutigen Parlamentarier waren beim Geheimdienst Securitate oder kommunistische Parteikader. Sie verhindern, dass die Revolutionsakten öffentlich werden. Bis heute weiß niemand, wer damals wirklich hinter dem Regierungsumsturz gesteckt hat. Für viele Theaterbesucher spiegelt sich in der historischen Handlung des Stückes die Gegenwart. Das war echt interessant, besonders für mich, die ich damals sehr klein war. Ich habe das Video nie ganz gesehen. Das Stück ist gut für die, die zu Hause ihre Heizungen umarmt haben, während wir Revolution gemacht haben. Die viel von der Revolution geredet haben, aber gar nicht dabei waren. Und für die, die nicht wissen, dass man Demokratie bei uns nur durch Betrug erreichen kann. Mir ist noch mal klar geworden, wenn wir nicht anerkennen, was damals alles schiefgelaufen ist, die Fehler der Ceausescus gegenüber dem Volk, aber eben auch die Ungerechtigkeit gegenüber den Ceausescus, wenn wir die nicht akzeptieren, können wir auch nichts an der Situation ändern. Genau die Wirkung, auf die Milu Rau gehofft hat. Nach 2 Jahren intensiver Arbeit in Rumänien hat er viel über das Land gelernt. Erschütternde Erkenntnis? Dass ich erstaunt war, wie wenig so einschneidende Ereignisse wie eine Revolution in einer Gesellschaft wirklich verändern. Und dass die Eliten mehr oder weniger geblieben sind und dass natürlich aus diesen Securitate-Leuten sind die großen Oligarchen von heute geworden. Eigentlich ist die letzten Tage der Ceausescus für ein westliches Publikum bestimmt. Die Aufführung in Bukarest nur eine Vorpremiere. Doch das rumänische Publikum überzeugt zu haben, ist sicher der größere Erfolg.